Hier zeige ich dir, wie du Urinstein aus der Toilette entfernst. Und zwar Urinstein ist eine Verbindung, eine Kalk-Magnesia-Verbindung. Und zwar ist es so, dass das im Grunde genommen besteht aus verschiedenen Carbonaten, Sulfaten, Phosphaten und Oxalaten. Das sind so die vier Verbindungen, die da so mit enthalten sind. Und die gilt es zu lösen. Und das macht man am besten mit Essigsäure. Und Essigsäure, das gibt es einmal in 25%iger Form im normalen Supermarkt zu kaufen, und zwar als Essigessenz. Das ist 25%ige Essigsäure. Der normale Speiseessig, der müsste so um die 5%, manchmal auch 3% liegen. Das ist auch Essigsäure genau genommen. Und es gibt natürlich, die habe ich jetzt bei eBay gekauft, das ist 60%ige Essigsäure. Die ist schon tatsächlich sehr, sehr gefährlich, wenn man die auf die Haut bekommt, dann ätzt es stark. Wenn ich die verdünne, kann ich damit aber auch genauso guten Salat machen. Also das ist an sich kein problematischer Stoff, aber natürlich in der Konzentration ist es, dass es die Haut angreift, dass es ätzt. Deswegen muss man hiermit aufpassen. Du kannst Urinstein entweder mit der Essigessenz lösen oder auch mit der Essigsäure. Beides ist möglich. Bei der Essigessenz brauchst du natürlich etwas mehr, weil die nicht so konzentriert ist. Das heißt, du gießt einfach, du nimmst dir so ein normales Trinkglas, das machst du halb voll, da gehen ungefähr 125 Milliliter dieser Essigessenz rein. Diese kleine Flasche kostet 1 Euro, da sind 400 Milliliter drin. Für den ganzen Kanister habe ich 30 Euro bezahlt. Wenn ich das Ganze natürlich mit Wasser entsprechend verdünne, dann habe ich 30 Euro für ungefähr 20 Liter dieser konzentrierten Essigessenz, die ich ja hier habe, also das ist ungefähr gleich teuer. Ich habe das einfach nur, weil es praktischer ist, finde ich, wenn man den Kanister hat und nicht ständig dran denken muss, dass man diese Essigessenzflaschen neu kauft. Also es ist, macht keinen großen preislichen Unterschied, das Ganze, egal was man nimmt. Das ist aber, wie gesagt, ich nehme mal lieber den Kanister. So, wenn du die Essigessenz hier nimmst, dann brauchst du 125 Milliliter, also ein halbes Trinkglas voll. Und das gießt du dann über die Kloschüssel so in so einem großen Bogen, dass es auch auf den Rand kommt. Und das Ganze lässt du dann quasi, das machst du am besten abends und lässt es dann die ganze Nacht durch einwirken. Und am nächsten Tag kannst du ganz einfach mit der Klobürste die Reste da so rausschrubben und das geht ratzeputze weg. Das ist dann komplett gelöst. So, alternativ nimmst du die Essigsäure. Ich fülle die Essigsäure immer in so Literflaschen ab, damit man dann nicht immer mit dem Kanister rumhantieren muss, weil das ist äußerst unpraktisch. Dann nimmst du von der Essigsäure 50 Milliliter und machst die gleiche Prozedur. Einmal oben reingießen. Das reinigt den Rand natürlich dann noch mit deutlich besser. Und wie gesagt, das Ganze dann auch eine Nacht lang stehen lassen und dann ganz einfach mit der normalen Toilettenbürste das Ganze wegmachen. So, dann ist es so, dass ja auch teilweise unter dem WC-Rand Ablagerungen sind. Dann würde ich auf jeden Fall die Essigessenz nehmen, weil das ist ein bisschen zu gefährlich, damit rumzuhantieren. Dann nimmst du die Essigessenz, tränkst damit einige normale Küchentücher und stopfst sie dann am besten ins Handschuh unter den Rand drunter, gleichmäßig verteilt, schön mit der Essigessenz durchtränken. Und dann lässt du das auch eine Nacht einwirken und nächsten Tag ziehst du die wieder raus und gehst dann am besten auch mit dieser Bürste von unten da irgendwo dann ran und machst das Ganze sauber und dann kriegst du das auch super, super schnell weg. So, dann zeige ich dir im nächsten weitere Dinge, die man mit Essig machen kann.